Hä? War der gerade ein Creeper oder ist letzte despawned? Da ist er ja. Das war jetzt aber ein anderer. Aber das soll mir auch recht sein. Zack. Ja. So. Oh, Nerv. Nochmal schnell was gucken hier drinnen. Ist halt wieder eigentlich so ein sinnloses Hin- und Hergerenne. Was ich eigentlich gar nicht will. Aber wie ist die Axt ist der Maximum, wieso braucht die so lange? Nervt. Mann. LOL. Aber dazu sage ich jetzt echt nur noch LOL. So. Ja. Aber zum Glück, ich kann mich relativ schnell wieder beruhigen. Von daher geht jetzt langsam wieder. Mich nervt es bloß, dass ich dieses Jahr anscheinend wieder auf die Wohnung von meiner Tante aufpassen darf, weil sie dieses Jahr wieder in den Urlaub fährt. Plan war eigentlich nächstes Jahr. Aber das weiß man komischerweise bei der Familie nie, wann sie in den Urlaub fährt und wann nicht. Nervt. Ich wollte zwar auch noch ein bisschen sagen, hier, pack deine Sachen, du kommst dieses Jahr mal mit, aber ich glaube, das kann sich auch nur noch um Jahre handeln. Ergo, was soll's, bin ich alles schon gewohnt. So, du kommst auch noch weg. Aber naja. Was soll's? Ich bin eben halt der Arsch. War ich schon immer. Ich bin schon langsam gewohnt. Ein bisschen komisch aus. Mann! So. Aber sagen wir's mal so, ich will jetzt eure Launen. Ja. Eure Launen nicht verderben. Deswegen werde ich jetzt mal einen Themawechsel machen oder ein anderes Thema anschneiden. Ich muss mir bloß noch überlegen, was für ein Thema. Und ich überlege und überlege. Mir fällt gerade keins ein. Verdammt, mir fällt echt kein Thema ein. Schon ein bisschen merkwürdig gerade. So. Die Schönheitsfehler behebe ich dann später. Jetzt habe ich keine Lust drauf. Oder dazu. Oder was auch immer. Huch. Mann, ich kann echt nicht mehr bauen hier. Ich glaube, zwei könnte ich noch höher gehen.
Wird zwar nie funktionieren, das gute Stück, aber das spielt der Clipper gar keine Rolle. Laufe ich jetzt am dümmsten. 1 breit, 2 breit, machen wir es erstmal 1 breit. So. Ja, das war wieder ganz gekonnt. Naja. So. Zum Glück, ich habe ein Chatpack. Entsprach neues Holz. So, da geht's mal weiter. Willow war. Ui, was schreibe ich denn schon mal noch? Willow. Was ist denn das hier? Sieht eigentlich auch nicht schlecht aus. Cool. Auch so schön grün. Das kommt geil gerade irgendwie. Keine Ahnung. Ich will nicht alles bloß in dem stumpfen normalen Holz bauen. Deswegen suche ich mir jetzt eben halt mal ein ordentliches Holz. Damit das alles auch ein bisschen schicker aussieht. Und irgendwie ein bisschen hingeklatscht. Deswegen nehme ich jetzt das. So. Nee, das sieht scheiße aus. Jetzt. Ey, was ist bloß wieder mit der Kiste los? Ey, das ist gerade wieder ein bisschen. Naja. Ich weiß aber, was ich demnächst wieder mit meinem Rechner mache. Einmal wieder aufmachen und sauber machen. Der erzeugt eine Hitze, das geht gar nicht. Also jetzt sicher. Temperaturentechnisch. Stimmt, ich muss ja das jetzt so machen hier. So, jetzt geht's eben mal noch eins nach oben. Ich hoffe, die sieht dann einigermaßen gut aus, weil, keine Ahnung, das ist das erste Mal, dass ich sowas überhaupt probiere. Na komm, plopp schon ab. Boah, stimmt, die müssen eigentlich streiten. Wow, 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 nein, nein, nein. Wow. Ganz vergessen, dass ich die Flügel da noch dran habe. Achso, ich bin wieder Schlafenszeit. Wie schnell doch die Zeit vergeht, wenn man einfach nur baut. Wenn ich mir so auf meinen Timer gucke, dass die Zeit vergeht echt schnell. Das ist krass. Das ist. Wow. Einfach nur.
wirklich schon ein bisschen krass. Also, das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass es. Na gut, man konzentriert. Moment. Jetzt. Man konzentriert sich aufs irgendwas und da kriegt man nicht mit, wie schnell die Zeit überhaupt vergangen ist. Gehst du jetzt? Danke. Von daher kann das schon hinkommen, dass die Lampe, dass die Lampe, ja, dass die Zeit wirklich so schnell vorbeigeht. Versucht dann noch die Dinger dort unten wegzumachen. Oh, die Musik ist ja genauso laut. Aber mal schnell überlegen. Hier komme ich rein. Genau. Oh, das Mikrofon steht wieder ein bisschen zu weit weg. So. Naja. Mal schauen, ob ich auch Stufen aus dem Holz machen kann. Jo, kann ich. Schön. Da freue ich mich schon wieder. Ja, ja, sicher das. Moment. Wie schon gesagt, wenn Scheiße aussieht, dürft ihr mich ruhig auslachen. Das ist das allererste Mal, dass ich sowas überhaupt teste. Von daher, zeigt Erbarmen mit mir. Weil sonst habe ich eigentlich nur kleine Gebäude gebaut. Und nicht solche Riesendinger. Ich war eigentlich. Ja, Klappe. Ich war damals eigentlich auch bloß so der Typ fürs Detail. Ergo für die Feinarbeiten und nicht so für das Grobe. So, da ist immerhin so in der Mitte frei. Also, hüps, na komm. Wie Dekoration oder sowas hab ich damals gerne gebaut. So, die ganzen Springbrunnen-Ideen, die ich da mir aus den Ohren gezaubert hatte, die sahen dann eigentlich recht klasse aus. Gefiel mir persönlich selber. Aber da hatte ich das immer im Multiplayer gespielt. Bloß das Problem ist eben halt, klingt zwar ein bisschen wehleidig, aber irgendwie will mit mir neuerdings keiner spielen. Warum auch immer. Ehrlich gesagt ist mir das eigentlich auch Wumpe. Von daher. Du siehst chapped aus, du kommst woanders hin. Von daher verzeiht mir, wenn das ein bisschen schade aussieht. Oder nicht so gut wie ich eigentlich sonst bauen kann. Weil eigentlich sieht das, was ich baue, doch recht gut aus. Vor allem die ganzen Brunnen, die ganzen Ideen für die Brunnen, die waren echt. Die waren ja echt klasse. Also da muss ich mich echt loben. Hatte auch schon mal so einen Lavabrunnen gemacht. Sah auch nicht schlecht aus.